Die Hinweise verdichten sich dramatisch, dass US-Präsident Biden wohl nicht mehr der Kandidat bald der Demokraten sein wird, weil man erkannt hat seitens der US-Demokraten, dass mit dem Joe Biden diese Wahl nicht mehr zu gewinnen ist. Alles scheint jetzt auf Kamala Harris hinauszulaufen, die Vizepräsidentin, und das hat mehrere hochinteressante Gründe. Es sind hier Intrigen, Machtkämpfe, es geht um Geld, all diese Geschichten, und das geht es auch bei Apple und vor allem bei Tesla. Diese beiden Aktien haben gestern die US-Indizes nochmal auf ein neues Allzeithoch getrieben, zumindest den S&P 500 und den Nasdaq. Beides Unternehmen, die eigentlich ja stagnieren bis schrumpfen, die sind jetzt sozusagen die neuen KI-Säue, die man durchs Dorf treibt. Relativ lächerlich, wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, wollen wir mal ein bisschen sezieren, was da eigentlich abläuft, was da eigentlich dahinter steht. Aber fangen wir mal an mit eben dieser ganzen Geschichte in Sachen Biden. Das ist ja deswegen relevant, weil die Märkte zunehmend eingepreist haben, dass Trump die Wahl gewinnen wird. Das wiederum bedeutet für die Märkte, hups, das wird die Inflation nach oben bringen. Also sind die Anleihenmärkte dazu übergegangen, höhere Renditen einzupreisen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sich die Zinskurve deutlich in Richtung Endinvertierung bewegt. Ein Zeichen dafür, dass dann eine Rezession kommen wird, früher oder später. Hier sehen wir mal von The Hill, dass Harris vielleicht sogar bessere Chancen haben könnte als Joe Biden, nach Umfragen, zumindest nach dieser TV-Debatte. Davor wäre das sicherlich nicht der Fall gewesen. Immerhin 3/4 aller Demokraten sagen, es dürfte besser sein, mit einem anderen Kandidaten diese Wahl anzutreten. Alleine die Zahl solcher Artikel, die Zahl solcher Meldungen über Demokraten zeigt, über demokratische Wähler zeigt, wie hier praktisch die Lage ist. Dann Cracks emerge in Biden's support among Democrats. Also hier immer mehr Demokraten scheinen sich abzuwenden. Einige sagen jetzt, wir wollen den mal sehen, um zu gucken, ob das alles wirklich so schlimm ist mit ihm, wie die Lage da ist. Und was vielleicht denn noch entscheidender ist, es gibt Berichte darüber, dass Obama sich privat besorgt gezeigt hat, dass Biden diese Wahl wohl nicht gewinnen dürfte. Biden selbst hat Reisen für Entgleisungen oder für die Ausfälle bei dem TV-Duell verantwortlich gemacht. Bin durch so viele Zeitzonen geflogen etc. etc. Aber Fakt ist doch, er ist nicht mehr in der Lage, wirklich rein körperlich diesen Belastungen standzuhalten. Das ist nichts, was letztendlich hier die Dinge verändert. Aber Obama ist natürlich nach wie vor eine extrem einflussreiche Person bei den Demokraten, ebenso wie Nancy Pelosi. Und wenn die in einem Interview sagt, na, ist doch eine legitime Frage zu sagen, ob das nur eine Episode ist oder ob das sozusagen dauerhaft ist bei Joe Biden, dann wissen wir, dass jetzt wirklich die Stunde geschlagen hat. Der erste demokratische Abgeordnete im Abgeordnetenhaus hat schon gesagt, Biden sollte jetzt zurückziehen. Und immer mehr auch CNN, die sagen, es wäre gut für die Partei, gut für das Land, wenn Biden jetzt aufgeben würde. Und zumal eine neue Umfrage hier zeigt, dass gerade in den Swing States Biden jetzt massiv verloren hat. Und das heißt für die Demokraten, diese Wahl können wir nicht gewinnen, wenn wir in den Swing States verlieren. Also in den Staaten, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen und die als Zünglein an der Waage gelten dann für die Wahl. Und das alles bedeutet für demokratische Abgeordnete oft auch ihre Zukunft, denn wenn hier eine krachende Niederlage eingefahren wird, dann bekommen sie vielleicht keinen Sitz mehr, entweder im Senat oder vor allem im Abgeordnetenhaus. Dann ist ihre politische Karriere erst einmal gestrandet sozusagen, und darauf haben die keine Lust. Also wird man natürlich jetzt sehr aktiv und sehr nervös angesichts der Situation. Und eigentlich hätte Michelle Obama offenkundig die besten Chancen. Hier eine Umfrage von Ipsos. 50% würden Obama wählen, Michelle Obama. 39% würden Trump wählen. Aber es wird wohl auf Kamala Harris hinauslaufen. Hier jetzt die Meldung, dass Biden sich mit Harris am Mittwoch, also am heutigen Mittwoch, zu einem Lunch verabredet hat. Also vielleicht wird da die Übergabe sozusagen hier
jetzt vollzogen. Und eines ist ja klar, jetzt ist eben die Frage, wie kriegst du das Ganze hin? Denn die Demokraten haben ein Problem. Man hat Kamala Harris nicht unbedingt genommen wegen Kompetenz, um es mal vorsichtig zu formulieren. So Vivek Ramaswamy, der möglicherweise der Vizepräsident wird, wenn Trump eben US-Präsident wird. Natürlich parteiisch ist dieser Ramaswamy, aber ich glaube, da hat er einen wirklich validen Punkt. Er sagt nämlich, jetzt versetzt euch mal in die Psychologie der Demokraten und Michelle Obamas. Die Demokraten konnten ahnen oder mussten zumindest damit rechnen, dass Biden es nicht schaffen wird, schon die erste Amtszeit zu beenden. Die Frage stellt sich ja, wie will er jetzt die zweite Amtszeit, wenn er denn nochmal gewählt würde, wie will er das schaffen, nochmal weitere 4 Jahre durchzuhalten. Also haben sie dann als Vizepräsident die eigentlich, naja, nicht so wirklich populäre und auch nicht so wirklich qualifizierte wirkende Vizepräsidentin Kamala Harris genommen. Warum? Weil sie a person of color ist, weil sie eine optimale Besetzung aus Sicht der Demokraten ist. Sie ist farbig, sie ist eine Frau, das ist natürlich ein super Kriterium. Wenn jetzt die Demokraten aber hergehen und sagen, wir nehmen doch nicht die Harris, dann würden sie ja zugegeben haben, dass sie ihr eigenes Mantra nicht glauben, dass letztendlich eben diese Diversität gut ist, dass die Qualifikation hier vorhanden ist etc. Also wenn sie Harris jetzt nicht nominieren, dann haben sie wirklich ein riesiges Problem. Das Ganze muss jetzt bis 4. August gelöst sein. Da müssen dann die Präsidentschaftskandidaten endgültig registriert werden. Und hier sehen wir das Ganze nochmal, dass eben vor allem die neutralen Wähler jetzt sagen, also Biden ist zu alt, Biden ist nicht mehr in der Lage, das Ganze hier darzustellen. Und was ich Ihnen noch zeigen wollte, was eben entscheidend ist, ich glaube, das habe ich weiter hinten, ist eben, dass Kamala Harris einen Vorteil hat, nämlich es sind ja sehr viele Wahlkampfmittel für Joe Biden eingelaufen. Und jetzt könnte man sagen, wie Michelle Obama offenkundig auch ins Spiel bringt, naja, das ist ja für dieses Duo Biden-Harris, denn Biden wäre mit Harris als Vizepräsidentin dann wieder angetreten. Also wenn jetzt der eine zurücktritt, dann können wir doch die Gelder, die Wahlkampfgelder, die Wahlkampfspenden, die wir bereits bekommen haben, behalten. Anders wäre es, wenn jetzt komplett ein neuer Kandidat aus dem Hut gezaubert wird, etwa Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, dann müsste man komplett wieder dieses Fundraising machen, diese Wahlkampfspenden eben einsammeln. Habe ich das hier gehabt? Nein, das habe ich da nicht gehabt, warum auch immer. Jedenfalls, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es geht ums Geld, es geht um Macht, es geht um die Zukunft vieler Abgeordneter. Also überlegt man jetzt eine Lösung und Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Also es würde mich sehr wundern, wenn Biden das jetzt noch, ich sag mal in Anführungszeichen, politisch überlebt. Wir haben gesehen, dass die Märkte ja reagiert haben auf die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Donald Trump. Und ich glaube, dass sich daran nicht viel ändert, wenn Kamala Harris ins Spiel gebracht würde. Wir sehen jedenfalls, die Zinskurve entinvertiert sich. Normalerweise hast du die Situation, wenn die Entinvertierung der Zinskurve dann so weit geht, dass du wieder im positiven Bereich bist, dann beginnt die Rezession. Diese fürchtet man, weil man sagt, der Trump, der wird die Migranten rausschmeißen, die Zölle anheben, damit die Inflation wieder schüren. Das wird die Wirtschaft dann abkühlen und das eben in einer Situation, die ohnehin schon desaströs ist. Im Grunde, ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt, Paul hatte sich ja darüber besorgt gezeigt und Paul hat natürlich gestern mit dieser Erwähnung des Wortes Disinflationary Trend Show Signs of Resuming natürlich die Märkte unterstützt. Deswegen auch sehen wir diese Allzeithochs und vor allem schießen jetzt wieder die Zinssenkungserwartungen ins Kraut. Lazar etwa sagt, man erwartet 3 Zinssenkungen, dann müsste man aber bald anfangen seitens der Fed. Schauen wir jetzt mal auf die Aktienmärkte gestern, da sehen wir vor allem wieder Big Tech, aber nicht Nvidia. Meine Theorie, man wechselt aus Nvidia und geht jetzt rein in Apple oder eben in die andere KI-Sau Tesla und juckt das nach oben. Das waren die Treiber gestern an den Märkten. Wir sehen ansonsten eher ein gemischtes Bild rot auch dabei. Wir haben also weiter eine Konzentration, eine Verklumpung des Marktes. Hier mal ein bisschen Bärenpornografie, meine Damen und Herren. Das letzte Mal, als die Märkte so konzentriert waren auf wenige Werte,
Da ist Lehman Brothers pleite gegangen und als Zeichen, dass möglicherweise ökonomisch schwierigere Zeiten für die USA bevorstehen, sind zum Beispiel Stripclubs. Also Dinge, die sozusagen ja nicht zum täglichen Überleben gehören, könnte man sagen, sondern die manche sich eben leisten wollen, wenn es mit diesen Stripclubs bei den Einnahmen bergab geht. Und das ist derzeit offenkundig der Fall, wie wir an den Aktienkursen sehen. Dann zeigt das, dass offenkundig der Konsument ein echtes Problem hat. Kein Problem hat Apple, das gestern auf ein Allzeithoch gestiegen ist mit $220. Okay, jetzt hat man in den letzten Quartalen nie mehr als 5%, in den letzten 10 Quartalen nie mehr als 10% mehr verdient, als man selbst erwartet hat. Apple stagniert ja im Grunde seit eineinhalb Jahren, kann man sagen, sodass jetzt aufgrund dieses Preisanstieges gestern die Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung, zu den Umsätzen der Firma über 9 ist. Das ist die höchste Bewertung, die Apple je hatte. Also Apple war noch nie so teuer wie jetzt, weil man glaubt an die große KI-Story. Da werden alle dann irgendwie neue iPhones sich kaufen, weil sie unbedingt KI haben wollen, gell? Welche KI? Schwamm drüber, wissen wir noch nicht, gell? Das sehen wir dann schon, aber schwamm drüber. Aber interessant ist natürlich Tesla. Die Aktie ja gestern 10% im Plus und das, weil man sozusagen die Absatzzahlen, die vorher gesenkt wurden, hier sehen wir mal die Story rechts, der Senkung der Erwartung der Absatzzahlen war im Bereich 550.000, ist dann immer weiter gefallen auf eben in diesen Bereich 440.000, genau. Und man hat also die Erwartungen immer weiter gesenkt, dann hat man jetzt um 4.000, knapp 4.000 Autoabsätze die ganze Geschichte übertroffen. Aber wenn wir uns mal die Statistiken, die Zahlen von Tesla genau anschauen, also die Originalzahlen von Tesla, dann sehen wir, dass andere Modelle, nämlich Cybertruck, das Model S und das Model X kombiniert insgesamt nicht mehr als 22.551 Verkäufe haben im zweiten Quartal. Der Cybertruck zum Beispiel, der ja als das total coole, supergeile Ding angekündigt wird. Und das heißt, weltweit hat man von diesen Autos praktisch nichts verkauft. Das zeigt, das sind Rohrkrepierer, das zeigt, man sitzt auf den alten Modellen nach wie vor. Aber man macht natürlich seitens Elon Musk Versprechungen. Hier sehen wir mal den Umsatz von Tesla. Tesla ist keine Autofirma, gell? Man verdient zwar nur 90% mit Autos, gell? Aber man ist keine Autofirma, weil man ist ja irgendwas anderes, ne? Ich weiß jetzt noch nicht was, aber irgendwas wird schon sein. Ne? Hier sehen wir, wie die Umsätze eben zurückgehen, wie 9% jetzt in diesem Quartal 5%. Gucken wir uns mal alleine die letzte Woche im Juni an, Registrierungen von Autos in China, BYD 75.800. Tesla mal gerade 14.100 und offenkundig hat der Elon selber ein bisschen nachgeholfen, möglicherweise mit Optionen. Wir sehen gestern wahnsinnig erhöhtes Optionsvolumen. Und warum nachgeholfen? Denn der Elon hat praktisch den Shortsellern der Aktie mit Vernichtung gedroht. Anyone still holding a short position will be obliterated, even Gates. Also selbst Bill Gates. Das ist eine interessante Ankündigung sozusagen. Jetzt hat ja Elon angekündigt, ja, mit den Robotaxis, die werden wir ja dann am 8.8. vorstellen. Also so in einem Monat, da bin ich mal gespannt. Bisher hatten wir ja schon im Jahr 1823 die Ankündigung, dass Robotaxis kommen. Bisher sind sie nicht da. Und das ist sozusagen der Versuch, eine untergehende Geschichte, eine stagnierende, eine auserzählte Wachstumsgeschichte jetzt mit solchen Hoffnungssäulen irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Und das Ganze wird mechanisch umgesetzt, vor allem durch den Kauf von Optionen. So entstehen Mechaniken am Markt, die letztendlich komplett an den fundamentalen Dingen vorbeigehen. Das ist bei Apple ein Stück weit ähnlich, aber eben nicht so krass. Und hier sehen wir mal diese Halde von Autos, die eben offenkundig unverkäuflich sind. Deswegen muss man die parken. Interessant auch zum Beispiel, wenn man sich mal anschaut, was Tesla an Incentives gibt, also an Kaufanreizen, Nullfinanzierungen in China zum Beispiel. In Europa gibt es diesen 6.000 Euro Discount, weil eben diese Umweltprämien weggefallen sind, bla bla. Also das ist schon sprechend, dass es mit den Autos nicht mehr funktioniert. Also muss
muss Elon als genialer Verkäufer natürlich was anderes rausholen. Robotaxis, das ist jetzt so ein bisschen unsexy, jetzt machen wir nur noch Robos, gell? Also Roboter, wie auch immer. Auch Google bringt Interessantes in Sachen KI und sagt, ja, also aufgrund des Stromverbrauchs von KI schaffen wir es nicht mehr, unsere Klimaziele zu erreichen. Das wird leider nicht mehr funktionieren, auch das ein bisschen sprechend, dass sozusagen hier KI offenkundig jetzt nicht gerade klimaschonend ist, gell? Manche scheint das nicht zu stören, die sonst sehr grün unterwegs sind. Interessant auch, dass wir jetzt bei dem sogenannten Secured Overnight Financing Rate, bei der sogenannten SOFR, dass wir jetzt mit 5,4% den höchsten jemals erreichten Stand erreicht haben. Warum? Da ist ein bisschen Stress im System. Man will offenkundig das Geld zusammenhalten, anderen Banken nicht leihen, kann auch mit dem Quartalsende zusammenhängen. Window Dressing ist hier das Stichwort, aber wir sehen, dass die Reverse Repos deutlich zurückgegangen sind. Es ist also nicht mehr viel von dieser überschüssigen Liquidität vorhanden, die jetzt der Fall war. Und wenn wir nach China kommen, sehen wir wieder schwache Zahlen. Caixin Services schwächer mit 51,2 statt 52,5. Wir sehen den Composite bei 52,8 statt 54,1. Schwächster Wert in 8 Monaten, also keine wirklichen Lebenszeichen der Wirtschaft in China. Und auch hier sehen wir, dass jetzt zum Beispiel Mercedes ja zurückrudert und sagt, also wir werden doch weiter auf Verbrenner auch setzen. Und das war der größte Fehler, wie Rainer Zittelmann hier richtig sagt, aus meiner Sicht, dass die Autoindustrie in einer Art vorauseilendem Gehorsam hier gesagt hat, jawohl, wir machen jetzt nur noch E-Autos. Wir sehen, die Industrie sinkt um 10% seit 2017, der DAX aber ist 18% gestiegen seitdem. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt kommen die Haushaltsvereinbarungen. Der Haushalt wird verhandelt zwischen der Bundesregierung. Das wird nochmal ein ziemlicher Ritt, ob man sich hier einigen kann oder die Koalition vielleicht doch auseinanderfliegt. Hier rechts sehen Sie mal ein Schild hier. Heute geschlossen, kein Personal, aber 500.000 Arbeitslose. Sorry, der Wirt, das bringt so vieles auf den Punkt, was falsch läuft mit Anreizen. Eben zum Beispiel mit dem Bürgergeld, das dafür sorgt, dass es sich nicht lohnt, zum Beispiel solche Minijobs in Gastronomien irgendwie auszuüben. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die erste, was passiert denn jetzt nach dem Allzeithoch bei S&P 500 und Nasdaq? Oben bitte gerne weiterempfehlen über diese Social Media Button. Zweite Empfehlung, schauen Sie sich mal Immobilienfonds an. Da wird die Krise immer offenkundiger. Da herrscht schon ein bisschen Panik in der Branche. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, ist, wenn Sie all diese Grafiken, die ich hier bringe, sich nochmal vergegenwärtigen wollen, dann sind die alle auf Twitter bei finanzmarktwelt.de. Also wenn Sie zum Beispiel googeln Twitter, finanzmarktwelt.de, heißt ja inzwischen X, aber wie auch immer, sich da anmelden bei Twitter, nicht bei uns oder bei X. Aber da sind, ich glaube, mit die werthaltigsten, interessantesten Grafiken, die Sie im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich finden, in Sachen Märkte, in Sachen Wirtschaft etc., würde ich mal selbstbewusst behaupten, oder? Also diese drei Empfehlungen, sage ich, pfiat euch, servus und ciao.